Guten Morgen. Herr Präsident. Guten Morgen. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie alle herzlich und rufe gleich unsere Tagesordnungspunkte 29a und 29b auf. Hier geht es um die Beratung der Unterrichtungen durch die Bundesregierung über den Bericht über die Lebenssituation junger Menschen und die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland sowie den 15. Kinder- und Jugendbericht mit der Stellungnahme der Bundesregierung. Sowie über den 7. Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland, wiederum mit der Stellungnahme der Bundesregierung. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung soll eine Stunde darüber debattiert werden. Das ist offensichtlich unstreitig. Dann können wir so verfahren. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort der Bundesfamilienministerin Katharina Barley. Guten Morgen, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Der Präsident hat es gesagt, ich stelle Ihnen heute zwei Berichte der Bundesregierung vor, den 15. Kinder- und Jugendbericht und den 7. Altenbericht. Zwei Lebensphasen, die ganz weit auseinander liegen, aber die durchaus einige Schnittstellen haben, wo sich einige Probleme und Bedürfnisse durchaus treffen. Da komme ich später noch zu. Und es sind natürlich zwei Generationen, die die wesentlichen Pfeiler des Generationenvertrages auch bilden. Und dieser Generationenvertrag wird derzeit durch den demografischen Wandel auf die Probe gestellt. Und auch auf diese Frage müssen wir Antworten finden. Wie schaffen es die Jungen in einer immer älter werdenden Gesellschaft, dass sie die Belastungen stemmen können? Und wie schaffen es ältere Menschen, so lange und so gut wie möglich selbstbestimmt in ihrer gewählten Umgebung leben zu können? Und beide Fragen müssen wir eben im demografischen Wandel neu beantworten. Dieser 15. Kinder- und Jugendbericht ist der allererste, der sich auf die Phase der Jugend bezieht und beschränkt. Das musste ich auch erst lernen, dass das was Revolutionäres ist. Wenn man über Kinder- und Jugendpolitik redet, dann ist es eben ganz oft der Fokus auf den Kindern. Das ist auch gut so. Wir machen da ja auch wirklich sehr viel. Und diese Lebensphase der Jugend ist in der politischen Wahrnehmung manchmal etwas unterrepräsentiert. Deswegen freue ich mich auch als Mutter von zwei Söhnen, die sich gerade in diesem jugendlichen Alter befinden, dass deren Belange und Bedürfnisse in diesem Kinder- und Jugendbericht ganz prominent nach vorne gestellt werden. Und der Kinder- und Jugendbericht spricht dabei von drei Kernaufgaben, die Jugendliche in diesem Alter durchzumachen haben. Sie müssen sich qualifizieren, sie müssen sich entscheiden, wo ihr Leben hingeht und was sie dafür tun wollen und können. Sie werden selbstständig. Das wissen, glaube ich, auch alle Eltern, dass das auch nicht immer ohne Schmerzen abgeht. Und sie finden ihren Platz damit in der Familie und auch in der Gesellschaft. All das ist leichter gesagt als getan. Und der Kinder- und Jugendbericht trifft dazu einige Aussagen. Eine, die ich wichtig finde, ist, junge Menschen brauchen Freiräume. Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich eine große Verfechterin der Ganztagsbeschulung bin. Da war ich auch nicht immer einer Meinung mit meinen Söhnen. Ich halte das für eine ganz wichtige, auch pädagogisch wichtige Errungenschaft und auch unter sozialen Gesichtspunkten absolut geboten. Die Schule nimmt damit einen großen Raum ein. Und wir als Gesellschaft, die Eltern, aber auch andere um diese Jugendlichen herum, müssen darauf achten, dass Jugendliche um diese gewachsene zeitliche Beanspruchung hinaus eben Freiräume haben, wo sie ihre anderen Fähigkeiten und Bedürfnisse ausleben können. Das betrifft die Zeit, das betrifft auch die Orte. Und wir wissen, dass auch das ein Problem ist, denn viele Orte, an denen Jugendliche sich aufhalten, an denen sie sich treffen, sind immer in finanzieller Notlage. Viele Jugendclubs sind zum Beispiel in den östlichen Bundesländern geschlossen worden. Da ist auch noch wirklich viel zu tun. Die Jugend fordert einen ganz eigenen Politikansatz. Ich glaube, das habe ich jetzt auch schon hinreichend deutlich gemacht. Und das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat diesen Politikansatz im Laufe der letzten Jahre auch sehr konsequent durchgehalten. Wir haben eine Jugendstrategie, Handeln für eine jugendgerechte Gesellschaft. Und da ist eigentlich das Kernelement, ist Beteiligung. Das hat auch dieser Bericht gezeigt. Was wir wirklich dringend brauchen, ist, dass wir weniger über Jugendliche reden und viel mehr mit ihnen.
Wir brauchen Jugendpolitik für die Jugend, aber eben auch mit der Jugend und von der Jugend. Einen Satz aus dem Jugendbericht, den fand ich dabei besonders spannend. Da hieß es, wir als Ältere erwarten dann immer, dass Jugendliche in die bereits bestehenden Strukturen hineingehen und sich dann in den Strukturen, die es schon gibt, beteiligen. Und wir hinterfragen viel zu selten, ob es nicht vielleicht andere Strukturen gibt, neue Strukturen gibt, jugendgerechtere Strukturen gibt. Natürlich ist das Jugendparlament ein ganz großer Pfeiler, auch in meiner Heimatstadt Trier gibt es das. Aber es gibt darüber hinaus eben auch Beteiligungsmöglichkeiten, die Jugendliche sich selber erarbeiten müssen, wo wir ihnen auch die besagten Freiräume eben geben müssen. Wo man das Spannungsfeld zwischen Jugend und älteren Generationen am stärksten sieht, das habe ich schon gesagt, das ist im Grunde genommen all das, wo das tägliche Leben stattfindet. Deswegen, das passiert in den Kommunen. Und deswegen haben wir in den Kommunen Jugendbeteiligung als Demografiedialog organisiert. Dieser Bericht sagt, nirgendwo, wo das geschehen ist, wurde ein Generationenkonflikt festgestellt. Also dieses oft gebrauchte Bild, was man in der Politik oft hört, da stellen sich Interessen von Generationen gegeneinander. Gerade in der Rentendiskussion ist das ja oft der Fall, aber es gibt auch andere. Das wurde nirgendwo angetroffen. Es gibt vor Ort einen ganz großen Willen der Jugendlichen mitzugestalten und sich einzubringen in die Gesellschaft vor Ort. Wir haben den 7. Altenbericht auch vorzulegen jetzt. Und wenn ich sage, dass die kommunalen Rahmenbedingungen für junge Menschen zentral sind, dann muss man feststellen, das gilt für Ältere noch mehr. Das weiß auch, glaube ich, jeder und jede hier vor Ort. Ich komme nun aus einem eher ländlich geprägten Wahlkreis und muss eben sagen, da muss die Politik wirklich noch viel mehr Augenmerk drauf legen. Denn für die ältere Generation ist es noch viel existenzieller, dass sie dort leben bleiben können, wo sie ihren Lebensmittelpunkt sehen, wo sie oft schon viele, viele Jahre leben. Und dazu gehören eben altersgerechte Wohnangebote, dazu gehört Zugang zu medizinischer Versorgung und Daseinsvorsorge. Ich nehme nur als Beispiel öffentlichen Personennahverkehr. Wenn Sie mit dem Bus fahren, wen sehen Sie da drin? Sie sehen junge Menschen, die noch keinen Führerschein haben, Sie sehen alte Menschen, die kein Auto mehr haben. Und wen sehen Sie nicht? Und Sie sehen Frauen? Wen sehen Sie nicht? Männer im mittleren Alter. Und das sind in der Regel diejenigen, die über ÖPNV-Angebote entscheiden. Ich spitze es ein wenig zu, aber nicht viel. Und da müssen wir uns eben viel stärker machen für die Interessen dieser Gruppen. Was wir brauchen, und das sagt auch die Sachverständigenkommission, ist eine gute Ausstattung der Kommunen. Und das können wir nur gemeinsam machen. Das können nur Bund, Länder und Kommunen gemeinsam stemmen, diese große Aufgabe. Deswegen empfiehlt die Sachverständigenkommission eine Gemeinschaftsaufgabe demografischer Wandel, damit man gemeinsam dieses ganz, ganz dicke Brett bohren kann, dass Menschen, ob sie jung oder alt sind, wirklich da leben, wo sie ihren eigenen Lebensmittelpunkt sehen. Und ich möchte Ihnen nicht vorenthalten, als mir das vorgestellt wurde, was meine Leute zu den Erfahrungen aus dem Jugendbericht gesagt haben. Die haben gesagt, wir haben festgestellt, es ist eine richtig tolle Generation. Das ist eine engagierte, eine motivierte, eine interessierte Generation, die da heranwächst, auf die wir uns freuen können und die auch bereit ist, mit uns Älteren gut zusammenzuarbeiten, um gemeinsam eine gerechte Gesellschaft, eine gute Gesellschaft aufzubauen. Und beim Altenbericht, wir wissen eben auch, dass unsere Alten so aktiv sind wie nie, dass sie sich einbringen ehrenamtlich in die Gesellschaft wie nie. Deswegen heißt es, auch die zu stärken, die Kommunen zu stärken. Diese Bundesregierung hat das schon getan wie keine Bundesregierung zuvor. Aber es bleibt weiterhin viel zu tun. Vielen Dank. Katharina Barley war das, die neue Bundesfamilienministerin, eröffnete hier die Aussprache zum Bericht Kinder und Jugend und auch ältere Generation. Erster Redner quasi in der Debatte nach der Ministerin ist Norbert Müller von der Linken, er ist Sprecher für Kinder- und Jugendpolitik. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste auf den Tribünen, ich möchte die Gelegenheit heute nutzen, kurz Bilanz über die Kinder- und Jugendpolitik und Familienpolitik dieser großen Koalition zu ziehen. Sie sind mit wenig Erwartungen gestartet, die Sie geweckt haben, und die haben Sie noch geschafft zu unterbieten. Aus einem Entgeltgleichheitsgesetz, was die Sozialdemokraten gefordert haben, wurde erst ein Entgelttransparenzgesetz, und davon blieb am Ende die Überschrift.
Aus Schutz von jugendlichen Flüchtlingen, von jungen Flüchtlingen, wurde die Aussetzung des Familiennachzuges, Sie wissen mit welchen tödlichen Folgen, und eine Jugendhilfe zweiter Klasse für die unbegleitet minderjährigen Flüchtlinge, jedenfalls will das Ihr Koalitionsausschuss. Aus der großen Lösung im Kinder- und Jugendhilferecht, die Sie im Koalitionsvertrag vereinbart hatten, wurde ein kleingeistiger Gesetzesentwurf mit einem Angriff, einem Großangriff auf die Rechte von Kindern, von Familien und auf den sozialpädagogischen Ansatz des noch sehr jungen Sozialgesetzbuches 8, also des Kinder- und Jugendhilferechts. Aus den Verhandlungen zu einem Bundeskita-Qualitätsgesetz wurde ein Qualitätsentwicklungsprozess, der sinnentleert ist und am Ende keinem Kind und keiner Familie was bringt. Und zur Bekämpfung von Kinderarmut hatten Sie sich gleich gar nichts vorgenommen. Das war wenigstens ehrlich. Aber 3 Millionen armen Kindern ist damit eben auch nicht geholfen. Jetzt mag man sagen, lieber den Spatzen in der Hand als die Taube auf dem Dach. Nur was ist, wenn der Spatz vielleicht ganz hübsch aussieht, weil er aus Plüsch ist, aber leider ziemlich wenig lebendig ist. Diese Wahlperiode bleibt damit insgesamt eine von vielen verpassten Gelegenheiten, auch wenn zum Beispiel die Aufstockung des Bundesprogramms Demokratie leben, was sich ja viel an junge Menschen auch richtet, natürlich etwas Gutes ist, was wir auch positiv begleitet haben. Das war so, weil die Bundesregierung zwar viele spannende Berichte entwickelt, auch in guter Tradition ihrer Vorgängerregierung, die aus diesem Ressort kommt, Kinder- und Jugendbericht, Altenbericht, Engagementbericht, dem Gleichstellungsbericht, aber sie immer erst dem Parlament zuleitet, wenn die Wahlperiode eigentlich an ihrem Ende angekommen ist. Und deswegen müssen Sie aus diesen Berichten auch gar keine Konsequenzen mehr ziehen. Das ist natürlich schön bequem, Berichte zu entwickeln, aus denen man dann keine Konsequenzen mehr ziehen muss, und das ist schlecht. Ich möchte Ihnen 5 kurze Vorschläge unterbreiten für eine gute Kinder- und Jugendpolitik. Erstens, bekämpfen wir die Kinderarmut und Jugendarmut endlich. Jedes Kind soll dieser Gesellschaft gleich viel wert sein. Das heißt, Sie müssen Familien unterstützen. Und dann will ich jetzt nicht noch mal hören als Antwort, die Eltern muss man nur in Arbeit bringen, das löst das Problem. Jedes zweite Kind lebt was Armes, lebt in einer Familie, wo Elternteile arbeiten, zum Teil Vollzeit arbeiten. Sie sind trotzdem arm. Das heißt, wir brauchen bessere Arbeitsbedingungen, wir brauchen wieder Normalarbeitsverhältnisse, aber wir brauchen Unterstützung für die Familien, die trotzdem arm sind. Und dann geht es auch darum, Leistungen zu schaffen, die für alle Kinder und Jugendlichen dann eben zur Verfügung stehen. Kostenfreies Schul- und Kita-Essen, Frühstück und Mittag. Das wäre eine sinnvolle Maßnahme, die auch Gleichheit unter Kindern und Jugendlichen herstellt. Und mit vollem Bauch lernt und spielt es sich dann eben deutlich besser. Und ein beitragsfreier ÖPNV ist eine gute Voraussetzung für Kinder und Jugendliche, an dieser Gesellschaft gleichberechtigt teilhaben zu können. Zweitens, eine Konsequenz aus dem 15. Kinder- und Jugendbericht muss es sein, die Jugendverbände zu stärken. Ja, es muss aber auch sein, junge Volljährige besser zu unterstützen. Und das, was Sie mit dem sogenannten Kinderjugendstärkungsgesetz, was kein Stärkungs-, sondern ein Schwächungsgesetz ist, hier vorgelegt haben, insbesondere für die jungen Volljährigen, insbesondere für die unbegleitet Minderjährigen, geht dann genau in die gegenteilige Richtung. Das kann mir nicht immer niemand begreiflich machen, wie Sie hier einen Bericht vorlegen, wo Sie feststellen, dass die Jugendphase sich verlängert und gleichzeitig in dieser Jugendphase noch rumfummeln und versuchen, die Rechte abzubauen. Drittens. Wir brauchen mehr Beteiligung, mehr Ombudsstellen, aber auch eine Absenkung des Wahlalters. Wir sind kurz vor Bundestagswahlen. Kein Mensch kann verstehen, warum in mehreren Flächenländern inzwischen 16-Jährige auch mit guten Ergebnissen und einer guten Wahlbeteiligung an landesweiten Wahlen teilnehmen dürfen. Im Bund dafür aber eine Mehrheit nicht zu schaffen sein soll. Wir wollen das Wahlalter 16. Und ja, wir wollen, dass endlich Kinderrechte ins Grundgesetz kommen. Und viertens, die Erziehung zum Frieden statt einer weiteren Verklärung des Militärischen gegenüber jungen Menschen. Stoppen Sie die Bundeswehrwerbung an Kindern in Schule, in Kita und in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe. Stoppen Sie die Rekrutierung von Minderjährigen in die Streitkräfte und tun Sie etwas gegen Kindersoldaten. Nicht nur rote Hände einmal im Jahr auf ein Blatt Papier drücken, sondern setzen Sie sich effektiv gegen Kleinwaffenexporte ein. Fünftens und letztens. Stärken wir das Öffentliche. Wir brauchen mehr Personal in Schule, Kita, Hort und Jugendhilfe. Und damit das geht und der Bund sich angemessen an der Finanzierung beteiligen kann, ohne Länder und Kommunen aus der Pflicht zu entlassen, beseitigen Sie endlich, spätestens zu Beginn der nächsten Wahlperiode, dieses depperte Kooperationsverbot. Das braucht kein Mensch und es hindert nur in der Kinder- und Jugendpolitik. Vielen Dank. Der nächste Redner in der Debatte kommt von der CDU-CSU-Fraktion, Markus Koop. Er ist Mitglied im Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Bundesministerin, ich möchte zunächst die Gelegenheit nutzen, Ihnen persönlich zu Ihrem neuen Amt zu gratulieren und im Sinne unserer Familien, Jugend, Senioren und Frauen eine erfolgreiche verbleibende Amtszeit zu wünschen. Wenn ich in der Vergangenheit die öffentliche Diskussion zum Thema Jugend beobachtet habe, ging es oft und in meinem Geschmack zu oft
um Themen wie Komasaufen, Gewalt, Zigarettenkonsum, Null-Bock-Stimmung oder Schulschwänzer. Diese gesellschaftliche Sicht auf Jugendliche hat sich durch zahlreiche erschienene Studien in den letzten Jahren glücklicherweise um 180 Grad ins Positive gedreht. So zeichnete vor allem die Shell-Studie ein überaus positives Bild der Jugend von heute. Sie ist pragmatisch, schätzt Werte wie Familie, Freundschaft und Partnerschaft, ist Politik interessiert. Erstmals seit den 1990er Jahren bewertet eine Mehrheit der Jugendlichen die Zukunft der Gesellschaft positiv. Die eigene Zukunft wird sogar noch positiver eingeschätzt. Für Jugendliche zählt im Beruf die persönliche Erfüllung statt Karriereorientierung. Jugendlichen haben mehr Angst vor Fremdenhass als vor Zuwanderung. Jugendliche nutzen das Internet mit allen Möglichkeiten, sind aber kritisch bezüglich der Datenverarbeitung durch große Unternehmen. Die große Mehrheit legt Wert auf Werte wie Respekt vor Gesetz und Ordnung. In vielerlei Hinsicht sollte die Jugend von heute für uns alle ein Vorbild sein. Pragmatismus, Optimismus und Toleranz sind Werte, die unsere Gesellschaft im Ganzen stärken und für die Zukunft sichern. Da könnten ruhig ein paar mehr, das bei dem Thema. Vor allem das. Ja, ich weiß, die schlafen noch ein bisschen. Vor allem das ehrenamtliche Engagement der Jugend ist bemerkenswert. Neben vielfältigen Hobbys, familiären Verpflichtungen und dem Schulunterricht schafft es eine Vielzahl von Jugendlichen, sich neben diesen Hauptverpflichtungen ehrenamtlich zu engagieren. Sie tragen durch ihr Engagement für Sport, Kirche, Schule, Kultur, Freiwillige Feuerwehr, Jugendrotkreuz, Jugend-THW, DLRG, um nur einige wenige zu nennen, in ihren ehrenamtlichen Tätigkeiten maßgeblich zum Funktionieren unserer Gesellschaft bei. Zwar engagieren sich im Vergleich zum Jahr 1999 weniger Jugendliche, nichtsdestotrotz leisten sie eine hervorragende Engagementarbeit. Als Politiker habe ich den höchsten Respekt vor ihrer Leistung. Ingrid Pahlmann wird das, glaube ich, gleich in ihrer Rede auch noch einmal genauer unters Licht nehmen. Auch der 15. Kinder- und Jugendbericht zeichnet, wie zuvor bereits die Shell-Studie, ein überaus positives Bild der Jugend von heute. Dabei wird erstmals überhaupt der Fokus ausschließlich auf die Lebenswirklichkeit der Jugend gelegt und die Kindheit ausgespart. Kindheit ist wichtig, aber in der Forschung schon gut repräsentiert. Auch ich begrüße deshalb die Schwerpunktsetzung auf das Thema Jugend sehr. Es wurde Zeit. Dabei ist der Begriff der Jugend eher als unkonkreter Sammelbegriff zu verstehen. Ich würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass zur Jugend alle gehören, die sich jung fühlen. Aber zumindest die Menschen zwischen 12 und 27 Jahren können sich diesen Begriff getrost ans Revier heften. Nach Vorschlag der Sachverständigenkommission, so gab es zu einem Alter von Mitte 30, was ich als 39-Jähriger zwar sehr schmeichelhaft finde, aber dann doch etwas übertrieben. Zudem ist die Jugend genauso pluralistisch wie die Gesellschaft insgesamt. Eine Jugend gibt es nicht, nur viele individuelle Jugendliche. Auch weil ihr Anteil aktuell an der Gesellschaft lediglich so groß ist wie der Anteil der über 65-Jährigen an der Gesellschaft, müssen wir in diesem Haus gemeinsam die vielfältigen Interessen der Jugend bestmöglich vertreten. Denn Repräsentation ist keine Frage des Wählendürfens alleine, sondern eine Frage des Vertretenwerdens. Ich weiß, dass für eine angemessene Repräsentation der Jugend, weiß Gott, nicht alle Entscheidungen dieser Legislaturperiode hilfreich gewesen sind. Dennoch werde ich mich auch in Zukunft weiter dafür einsetzen, dass politische Konzepte wie bei der Rente nicht nur bis ins Jahr 2030 reichen. Ein Rentenkonzept, welcher Partei auch immer, muss die Interessen der Jugend sehr intensiv berücksichtigen. Abgesehen von der Rentenpolitik haben wir in dieser Legislaturperiode mit unseren beschränkten Kompetenzen auf Bundesebene aber viel für die Jugend in unserem Land erreicht. Wir haben in unseren Bundesmöglichkeiten vielfach dazu beigetragen, Jugend zu ermöglichen, indem wir sowohl die Eltern als auch die Länder und Kommunen finanziell stark entlastet haben, so stark wie keine Bundesregierung je zuvor. Die Familien, in denen Jugend lebt und in denen sich Jugend entfaltet, haben wir durch die Erhöhung des Entlastungsbetrages, den Ausbau des Unterhaltsvorschusses, die Erhöhung von Kindergeld, Kinderfreibetrag, Grundfreibetrag und Kinderzuschlag sowie Elterngeld Plus entlastet. Auch der Ausbau von Mehrgenerationenhäusern und die Ausweitung des Jugendschutzgesetzes auf E-Zigaretten und E-Shishas kamen der Jugend in dieser Wahlperiode zugute. Und wenn ich mir in meiner voraussichtlich letzten Rede in dieser Legislaturperiode etwas von Ihnen, Frau Ministerin, wünschen darf, dann, dass Sie im Gegensatz zu Frau Schwesig endlich auf die Gefahren für Kinder und Jugendliche durch den Konsum von konventionellen Wasserpfeifen reagieren und einen Entwurf zur Reform des Jugendschutzgesetzes vorlegen.
Schon zu Beginn des Jahres 2016 hielten es in der Anhörung alle Experten zum Wohle der Kinder und Jugendlichen in unserem Land für notwendig. Nehmen Sie dieses Wissen ernst und schützen Sie unsere Kinder und Jugendlichen. Der diesjährige Kinder- und Jugendbericht kommt zu keinen revolutionären, aber dennoch wichtigen Erkenntnissen. Die Jugend von heute steht hinter der Demokratie als bestmögliche Staatsform. Sie ist politisch interessiert, keineswegs politikverdrossen. Sie wendet sich bei Problemen überwiegend an Familie und Freunde, strebt in größerer Zahl nach höheren Bildungsabschlüssen als noch vor ein paar Jahren, ist konstant zu drei Viertel religiös, wenngleich individueller und kirchenunabhängiger. Jugend ist zudem durch eine höhere internationale Mobilität gekennzeichnet. Durch eine geringere Arbeitslosigkeit als im Rest Europas bewegt sich in der digitalen Welt im Wissen der Datensparsamkeit mit Leichtigkeit, wenngleich der digitale Zugang von Regionen, Bildungsabschluss und sozialem Status abhängt. Kommuniziert vielfältig online, nach wie vor aber auch offline und liebt die Freizeitgestaltung innerhalb ihrer jeweiligen Peer Group. In Zeiten großer gesellschaftlicher Änderungen, globaler Herausforderungen und damit verbundenen Unsicherheiten wächst die Jugend von heute in einem unübersichtlichen Umfeld auf. In einem solchen Umfeld Jugend zu ermöglichen, ist die Aufgabe von uns allen. Von der Politik die geeigneten Rahmenbedingungen vorzugeben und anzupassen, von der Gesellschaft die benötigten Freiräume für die Entfaltung von Jugendlichen bereitzustellen und schließlich vom direkten sozialen Umfeld, Vätern und Müttern, Lehrern, Freunden und Familienangehörigen, Geborgenheit, finanzielle Sicherheit und persönlich-soziale Unterstützung zu geben. Aber, und das halte ich in der Diskussion um Jugend für wichtig, das Ermöglichen von Jugend ist für die Jugendlichen nicht passiv im Sinne von Gewähren von Jugend zu verstehen. Auch sie selbst müssen sich ihrer Jugend aktiv ermöglichen. Sie müssen sich selbst engagieren, sich selbst qualifizieren, sich selbst im Internet schützen, sich selbst ihre eigenen Freiräume schaffen, sich selbst und gegenseitig helfen. Und wir alle haben das bei der Entscheidung zum Brexit gesehen, dass Jugendliche zwar ganz überwiegend pro-europäisch eingestellt sind, aber deutlich unterrepräsentiert bei der Wahl waren. Und das müssen wir alle gemeinsam ändern, denn in allen europäischen Ländern sind die Jugendlichen außerordentlich pro-europäisch eingestellt. Grundvoraussetzung für das bestmögliche Aufwachsen der größtmöglichen Zahl von Kindern und Jugendlichen, um ihnen eine bestmögliche Zukunft zu geben, und da danke ich der Sachverständigenkommission für deren Klarheit, ist die angemessene finanzielle Ausstattung der Kinder- und Jugendarbeit sowie der sozialen Dienste. Wie beim für die Herstellung von Chancengerechtigkeit überaus wichtigen Aspekt des Bildungssystems sind hier originär aber vor allem die Länder und Kommunen mit ihren Kompetenzen gefragt. Ich bin mir sicher, dass Sie den 15. Kinder- und Jugendbericht detailliert analysieren und auf dessen Ergebnisse reagieren werden. Unser Bildungssystem muss, egal ob in Hamburg oder Berlin, Bayern oder Niedersachsen, alle Kinder und Jugendlichen mit ihren jeweiligen Schwächen und Stärken so mitnehmen, dass keine Chancen ungenutzt bleiben, egal welches Geschlecht, welche ethnische Zugehörigkeit, welche regionale oder familiäre Herkunft, welchen sozialen Status oder körperliche Verfasstheit das jeweilige Kind aufweist. Wenngleich die Chancen mittlerweile gleicher verteilt sind, ist eine chancengleiche Jugend noch nicht erreicht und muss deshalb von uns weiter verfolgt werden. Daher werden auch ich und meine Fraktion uns die 22 Thesen der Sachverständigenkommission aus dem 15. Kinder- und Jugendbericht in der kommenden Legislaturperiode politisch genau ansehen und wo nötig Antworten formulieren, damit die Jugend für den größten Teil der Jugendlichen ein möglichst unbeschwerter Lebensabschnitt bleibt und für die wenigen anderen Jugendlichen ein unbeschwerter Lebensabschnitt wird. Erlaube mir an dieser Stelle allerdings auch eine persönliche Anmerkung. Ich finde es gut, dass wir einen so umfassenden Bericht vorgelegt bekommen haben, fast 600 Seiten. Ich stelle allerdings nach 4 Jahren in Parlamentszugehörigkeit und im Gespräch mit rund 2000 Schülerinnen und Schülern immer wieder fest, dass wir sehr genau wissen, wie die Jugend tickt, wie sie denkt, wie sie lebt, dass aber umgekehrt die Frage, wie Jugendliche den Zugang zur Politik finden, immer noch mit sehr, sehr vielen Fragezeichen behaftet ist. Vielleicht sollten wir uns deshalb gemeinsam auch einmal der Frage intensiver zuwenden, wie können wir das verbessern. Ich kann zu meinem Glück sagen, in meinem Wahlkreis über eine politische Nachwuchsorganisation zu verfügen, auf die ich sehr stolz bin. Aber das muss Standard werden, dass wir Jugendlichen als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, dass die wissen, wie Politik funktioniert, wohin sie sich wenden müssen. Ich glaube, das ist eine gemeinsame Aufgabe für uns alle. Denn die Jugend von heute ist die Demokratie von morgen. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten. Vielen Dank.
Nächste Rednerin jetzt Katja Dörner, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen, die Sie eben noch im Phoenix-Interview erleben konnten. Sehr geehrter Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Gäste auf der Tribüne, das Auffälligste an der Jugendpolitik dieser Bundesregierung ist, dass sie nicht stattfindet. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind sehr schlechte Nachrichten für die Kinder und Jugendlichen in unserem Land. Und ich will das auch sehr konkret machen. Was ist aus dem Jugendcheck geworden? Der Ankündigung mit dem Jugendcheck, alle Vorhaben des Bundes systematisch mit Blick auf die Interessen der Jugendlichen zu überprüfen. Dieser Ankündigung konnten ja sehr, sehr viele etwas abgewinnen. Und wir wissen alle, gerade die Jugendverbände haben sich sehr intensiv mit diesem Vorschlag auseinandergesetzt. Und sie haben selber gute Vorschläge gemacht, wie man mit einem solchen Jugendcheck sicherstellen kann, dass eben auch Generationengerechtigkeit befördert werden kann. Im Referentenentwurf zur SGB-VIII-Reform versteckte sich dann ein Jugendcheckchen. Der Kabinettsbeschluss sah dann noch nicht mal mehr diese Checkchen vor. Das zentrale Projekt tatsächlicher eigenständiger Jugendpolitik dieser Legislaturperiode wurde von Union und SPD sang- und klanglos versenkt. Und das zeigt, liebe Kolleginnen und Kollegen, welchen Stellenwert die Jugendlichen dieser Bundesregierung tatsächlich haben, nämlich keinen. Und Herr Koop, Sie haben in Ihrer Rede gesagt, wie gut es ist, dass wir einen Bericht haben, der sich dezidiert mit der Jugend beschäftigt. Das finde ich auch. Aber Sie haben in Ihrer Rede kein einziges Projekt genannt, das in dieser Legislaturperiode tatsächlich zugunsten der Kinder und Jugendlichen gelaufen ist. Und das ist doch extrem bezeichnend. Das müssen wir doch hier sehr kritisch auffassen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, dass Jugendpolitik faktisch nicht stattfindet, zeigt auch der sehr traurige Umgang mit den Care-Leavern, also mit den jungen Menschen, die nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen, sondern in Heimen oder Wohngruppen und deshalb häufig ohne familiären Rückhalt den Weg ins Leben finden müssen. Beim Übergang in die Selbstständigkeit, in die eigene Wohnung, in die Ausbildung oder auch ins Studium, auch zur finanziellen Selbstständigkeit, da gibt es aus unserer Sicht ganz dringenden Handlungsbedarf. Und es gab eben lange Fachdebatten und es gab eigentlich fachlich auch große Einigkeit. Ich will auch noch mal darauf hinweisen, dass die Care-Leaver selbst sich auf ganz bewundernswerte Art und Weise organisiert haben und ihre Erfahrungen und ihre Forderungen in diesen Prozess mit eingebracht haben. Was ist im Rahmen der SGB-VIII-Reform aus diesem Prozess geworden? Da ist auch gar nichts draus geworden. Und das ist extrem bitter, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir als Grüne haben noch mal mit unserem Antrag sehr stark herausgehoben, dass wir die Stärkung des Rechtsanspruchs auf Leistungen der Jugendhilfe für die Care-Leaver wollen und dass wir diesen Rechtsanspruch auch bis zum 23. Lebensjahr ausweiten wollen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit Blick auf die Care-Leaver ist nichts passiert. Stattdessen bekommen wir aller Voraussicht nach mit der SGB-VIII-Reform eine Länderöffnungsklausel für die Versorgung minderjähriger unbegleiteter Flüchtlinge. Mit dieser Öffnungsklausel, da sind wir überzeugt, wird einer Zweiklassen-Kinder- und Jugendhilfe Tür und Tor geöffnet. Wir lehnen das entschieden ab, und das ist das Gegenteil einer guten Jugendpolitik. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, der Kinder- und Jugendbericht beleuchtet auch das Thema sozialer Ungleichheit. Wir haben in letzter Zeit hier sehr häufig über Kinderarmut gesprochen. Ich will aber gerade auch darauf hinweisen, dass der Anteil armer Jugendlicher besonders hoch ist, nämlich mit knapp einem Viertel. Und deshalb brauchen wir ganz dringend eine bessere materielle Absicherung von Jugendlichen durch eine Grundsicherung, die sicherstellt, dass alle Jugendlichen dem Staat endlich gleich viel wert sind. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sprechen heute auch über den alten Bericht. Und wenn es um die Frage der Teilhabe armer älterer Menschen geht, da schließt sich der Kreis zu dem, was ich über Kinder- und Jugendarmut gesagt habe. Es ist natürlich wunderbar, dass die Menschen in Deutschland immer älter werden, dass sie sich engagieren und einmischen. Aber es gibt eben nicht nur die sogenannten Silver-Ager, die mit Wohnmobil und Pedelec ihren Ruhestand genießen. Viele ältere Menschen sind auf Unterstützung angewiesen. Und auch hier bleiben ganz große Baustellen für die nächste Legislaturperiode. Wir brauchen, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, verzahnte Unterstützungssysteme, nicht nur im Gesundheits- und Pflegebereich, sondern auch größere und gezieltere Unterstützung für ein alters- und generationenübergreifendes Wohnen. Was wir ganz sicher nicht brauchen, da sind wir Grünen auch ganz klar, ist eine Kanzlerin, die mit Blick auf die zunehmende Altersarmut sagt, mit Blick auf die Rente sähe sie überhaupt keinen Handlungsbedarf. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Carola Reimann, die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende, ist jetzt die nächste Rednerin hier im Parlament. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Jung und alt zeichnen sich vor allem durch ihre Vielfalt aus. Menschen mögen ja gleichen Alters sein, aber ihre Lebenslagen, ihre Interessen und ihre Bedürfnisse sind oft ganz verschieden. Da ist also ein differenziertes Bild gefragt, jenseits von Etiketten und Schubladen. Alter ist nämlich nicht gleich Pflege, Rente, Modelleisenbahn. Und Jugend ist auch nicht gleich Snapchat, YouTube und Instagram. Einen wertvollen Blick und Einblick in diese Vielschichtigkeit der Jugend und des Alters geben uns die vorliegenden Berichte der Kinder- und Jugend- und der Altenbericht. Und Kolleginnen und Kollegen, Entschuldigung, gerade die Lebensphase Alter hat sich ja in den letzten Jahrzehnten rasant, ja stark verändert. Wir werden so alt wie nie, wir bleiben so aktiv wie nie. Die Lebenslagen der Menschen über 65 haben sich immer weiter ausdifferenziert. Eigenständigkeit und Selbstbestimmung sind dabei vielen sehr wichtig. Und die richtigen Rahmenbedingungen für ein gutes Leben im Alter zu schaffen, ist deshalb eine immer komplexer werdende Aufgabe. Und umso wichtiger sind die Empfehlungen des 7. Altenberichts, den wir jetzt vorliegen haben. Und Kolleginnen und Kollegen, dass dabei die Rolle der Kommunen im Zentrum steht, ist kein Zufall. Gerade für Ältere ist der Wohnort oft nur die Wohnung und die direkte Nachbarschaft der Lebensmittelpunkt. Für sie hat das direkte Umfeld noch mehr Bedeutung als für Jüngere. Gute, lebendige Nachbarschaften, passgenaue lokale Dienstleistungsangebote und eine gute Versorgung bei Gesundheit und Pflege sind für sie sehr wichtig. Und diese lokalen Strukturen sind auch deshalb so wichtig, weil die eigenen Kinder ja oft an einem anderen Ort leben und beruflich eng eingebunden sind. Und umso wichtiger ist, dass die Kommunen ihre Verantwortung sehen und eine funktionierende Infrastruktur gerade für Ältere vorhalten können. Und deshalb war für die SPD-Bundestagsfraktion schon vor dieser Legislaturperiode klar, dass die finanziellen Rahmenbedingungen in den Kommunen erheblich verbessert werden müssen. Und heute können wir feststellen, in kaum einer Legislaturperiode wurde mehr für Kommunen erreicht. Das ist gut für die Kommunen und natürlich gut für die Menschen, die dort leben und gerade für die ältere Generation. Meine sehr geehrten Damen und Herren, starke Kommunen, eine gute Infrastruktur vor Ort, lebendige, gute Nachbarschaften, das ist nicht nur im Interesse älterer Menschen. Auch Jüngere profitieren davon, zum Beispiel durch die Förderung des Engagements und durch gute öffentliche Verkehrsangebote. Die Ministerin hat ja ihre Buserfahrung hier schon mitgeteilt. Ja. Öfter als man denkt, stimmen die Bedürfnisse der Jüngeren mit denen älterer überein, aber eben auch nicht immer. Auch das betont der Altenbericht. Und deshalb ist es gut, dass es da ja durchaus Unterschiede gibt, dass wir aber hier in dieser Debatte beide Berichte, Kinder- und Jugendbericht und Altenbericht, in einer verbundenen Debatte in einem Tagesordnungspunkt besprochen werden. Damit machen wir nämlich auch klar, wir lassen nicht zu, dass Altersgruppen gegeneinander ausgespielt werden. Unser Ziel ist eine generationenübergreifende Politik, die die Interessen von Jung und Alt im Blick hat. Und Kolleginnen und Kollegen, zentraler Befund beider Berichte ist soziale Ungleichheit. Gerade bei jungen Menschen fallen die Chancen nach Lebenslagen sehr, sehr unterschiedlich aus. Und keine Frage, insgesamt gesehen geht es Deutschland gut. Und umso schlimmer finde ich es, dass die ungleiche Chancenverteilung in diesem Land weiterhin besteht. Zwischen Familien, zwischen Jugendlichen und auch zwischen städtischen und ländlichen Regionen. Soziale und räumliche Disparitäten, Ungleichheiten, dieser Befund aus beiden Berichten ist für uns ein klarer Handlungsauftrag. Wir brauchen mehr Investitionen in gute Bildung für alle, von der Kita bis zur Berufsausbildung und dem Studium. Und, Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen ein dauerhaft tragfähiges, leistungsfähiges und belastbares Hilfesystem für Alt und Jung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Jüngere und Ältere sind aber nicht nur auf Unterstützung angewiesen. Sie selbst übernehmen häufig
Verantwortung und engagieren sich für andere. Das ist wertvoll für unsere Gesellschaft, genauso wie die Mitwirkung in den politischen Entscheidungsprozessen. Und eine generationengerechte Politik ist nur dann möglich, wenn sich alle Generationen daran beteiligen. Auch das ist heute Morgen schon gesagt worden. Hier sind Jung und Alt aufgefordert, mitzureden und mitzugestalten. Und wir sind gefordert, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die Strukturen für diese Mitentscheidung auch zeitgemäß ist. Und das hat die Ministerin angesprochen. Und ich will sagen, das Haus hat sich nach Kräften bemüht, die Jugend auch zu beteiligen. Ich denke, da gibt es aber noch einiges zu tun. Die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre, auch bei der Bundestagswahl, wäre ein solcher erster wichtiger Schritt. Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Ministerin, dass die Interessen von Jung und Alt in der Bundesregierung weiterhin sehr gut vertreten sind, haben Sie heute mit Ihrer Rede gezeigt. Ich freue mich, dass wir an der Spitze des Hauses eine engagierte Kämpferin für Jung und Alt haben. Und liebe Katharina Barley, auch von mir alles Gute, viel Erfolg für die wichtigen Aufgaben. Danke fürs Zuhören. Ja, Carola Reimann, bei allem Verständnis, aber sehr lange ist diese Legislatur ja nicht mehr. Und mal abwarten, ob Katharina Barley dann ihren Posten behalten kann nach der Bundestagswahl. Der nächste Redner kommt jetzt von der Linken, Jörn Wunderlich. Liebe Kollegen, der 7. Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik stellt die Sorge und Mitverantwortung in der Kommune und damit den Aufbau und die Sicherung zukunftsfähiger Gemeinschaften in den Mittelpunkt der Untersuchung. Die neue Generation der Senioren unterscheidet sich von ihren Vorgängergenerationen ganz erheblich. Heute sind sie mobiler, sozial gut vernetzt, gesundheitlich und geistig fit und eine wichtige Stütze für die Familie und die Gesellschaft. Ausgeprägter Wunsch der älteren Menschen ist ein selbstbestimmtes und aktives Leben so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. Und nirgendwo zeigen sich die demografischen und gesellschaftlichen Veränderungen so deutlich wie in den Kommunen, da wo eben die Menschen wohnen, arbeiten und zusammenleben. Das heißt, für die Kommunen Wege und Möglichkeiten zu finden, gemeinsam mit dem zivilgesellschaftlichen Engagement vor Ort, den Vereinen, Verbänden und der Kirche eine Infrastruktur zu schaffen, die eigenständiges und selbstbestimmtes Leben ermöglicht und sichert. Und so wurde auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass im Rahmen des 7. Altenberichts, der im Frühjahr 2015 vorzulegen ist, integrative regionale Gesamtkonzepte zu entwickeln sind und so weiter und so fort. Nach mehrfachem Drängen der Opposition wurde der Bericht dann schließlich im November 2016 an den Bundestag überwiesen. Beraten wurde er aber dann noch lange nicht. Heute haben wir ihn nun auf der Tagesordnung und er wird im Schnellverfahren durch den Bundestag ohne Debatte in den Ausschüssen, ohne eventuelle Anhörungen letztlich durchgewunken, genauso wie beim Jugendbericht, eben ohne Konsequenzen aus diesen Berichten ziehen zu müssen. Stellt sich die Regierung so eine Zusammenarbeit mit dem außerparlamentarischen Sachverstand vor? Ich finde das eher oberpeinlich. Weiter fordern die Sachverständigen in ihren Handlungsempfehlungen Bund und Länder auf, den Kommunen mehr Mitbestimmung einzuräumen. So empfehlen sie, die Finanzhoheit in diesem Land vom Kopf auf die Füße zu stellen, die Unterstützung von informellen Hilfsnetzwerken aus Familien, Freunden, Nachbarn, die Förderung ehrenamtlichen Engagements älterer Menschen sowie die verbesserte Beratung für pflegende Angehörige. Wobei man natürlich bei der Förderung des Engagements immer darauf achten muss, dass dies tatsächlich on top geht und nicht als Ausfallbürge für angeblich nicht finanzielle oder finanzierbare staatliche Aufgaben herhalten darf. So wie die Sachverständigen formuliert auch die Bundesregierung in ihrer Stellungnahme, dass es auf strukturelle, inhaltliche und finanzielle Rahmenbedingungen ankommt und darauf, die sehr unterschiedlichen Entwicklungen in den Kommunen in Deutschland zu beachten. Betroffen werden alle wichtigen Lebensbereiche und die Lebensqualität des Miteinander aller Generationen vor Ort. Wohnen, Wohnumfeld, Daseinsvorsorge, medizinische, pflegerische, betreuende Versorgung, Selbstbestimmung, Bildung und Information, Mobilität und soziale Kontakte. Eine wichtige Unterscheidung bei der Beschreibung regionaler Vielfalt ist die Differenzierung von städtischem und ländlichem Raum. So gibt es laut Bericht erhebliche Unterschiede hinsichtlich Wohlstand, Infrastruktur und Bevölkerungszusammensetzung. Boah, alles neue Tatsachen? Also war uns doch eigentlich, da müssen wir uns wirklich an den Kopf fassen, seit Jahren bekannt. Und da hätte man schon längst was draus entwickeln müssen. Um die Situation der Kommunen zu verbessern, dürfen haushaltspolitische Zwänge nicht sinnvolle Entwicklungen in der Seniorenpolitik dementieren. Und das ist jahrelang gemacht worden. Kommunen brauchen finanzielle Stabilität und Planungssicherheit. Scheinbarer oder tatsächlicher Geldmangel darf nicht zur Streichung von Leistungen führen.
So wäre eine gezielte Förderung von wirtschaftlicher Betätigung durch den Abbau von Einschränkungen zugunsten der öffentlichen Hand und die Weiterentwicklung der Gewerbesteuer zu einer Gemeindewirtschaftssteuer erstrebenswert. Fazit: Erfolgsversprechende Potenziale sind vorhanden, sie müssen greifen, weil für den Erfolg einer emanzipatorischen Seniorenpolitik engagierte Menschen in Politik und Gesellschaft entscheidend sind. Die Gestaltungskraft der Kommunen könnte bei angemessener Verteilung der vorhandenen Finanzen und Ressourcen sowie nachhaltig sozialen gerechten Handeln der politisch Verantwortlichen, und das sind Sie, meine lieben Kollegen aus der Koalition, gemeistert werden. Hier sind Bund und Länder gefordert. Auf geht's, hoffentlich. Jörn Wunderlich von der Linken, er ist Sprecher für Seniorenpolitik und für Familienpolitik, hat es angesprochen. Die Frage bei solchen Sachverständigengutachten ist ja immer, was wird dann hinterher umgesetzt? 560 Seiten extern erarbeitet, aber mehr als Handlungsanweisungen enthalten die ja nicht. Ingrid Pohlmann jetzt für die CDU-CSU. Interessanten Berichten gehört. Bevor ich eine weitere Perspektive, nämlich die des bürgerschaftlichen Engagements, in unsere Debatte einbringe, möchte ich aber erst einmal beiden Sachverständigenkommissionen für ihre Arbeit danken. Worauf ich nun in den nächsten Minuten eingehen möchte, ist ein Thema, das unsere ganze Gesellschaft betrifft. Mit beiden Berichten decken wir nicht nur eine ungemeine weite Spanne des Lebens ab, sondern betrachten auch zwei im bürgerschaftlichen Engagement sehr wichtige Gruppen. Und wichtig sind diese Gruppen für das bürgerschaftliche Engagement in zweierlei Hinsicht. Zum einen natürlich als Ziel von Engagement. Ich denke da an die vielen Vereine, beispielsweise die vielen Sportvereine, in deren ehrenamtliche Trainerinnen und Trainer Kinder und Jugendliche betreuen und so deren Freizeit mitgestalten. Ich denke aber auch an nachbarschaftliche Hilfevereine, in denen man sich beim Einkaufen, der Garten- oder auch der Sorgearbeit gegenseitig unterstützt. Viel wichtiger für unsere Gesellschaft ist aber, und das wissen wir sowohl aus der Engagementforschung insgesamt als auch aus den beiden uns vorliegenden Berichten, das ist das Engagement von Jugendlichen, aber auch Älteren als aktive, sich einbringende Menschen. Jugendliche im Alter von 14 bis 19 Jahren sind gesamtgesellschaftlich die am stärksten engagierte Gruppe. Ein Fakt, den wir in meinen Augen viel zu selten anerkennen, wenn wir zum Beispiel mal wieder auf die jungen Menschen schimpfen, die sich nicht an Wahlen beteiligen, sich nicht für Politik interessieren oder vermeintlich nur mit dem Smartphone spielen. Dieses Engagement der jungen Generation ist für unsere Gesellschaft von enormer Bedeutung. Aber auch die Heranwachsenden profitieren davon. Grundsätzlich schlummert im Engagement ein Bildungsschatz von unsagbarem Wert. Man lernt, Verantwortung zu übernehmen für andere, aber auch für sich selbst. Man lernt von seinem Gegenüber den Erfahrungen, die jeder Einzelne und jede Einzelne gemacht haben. Und man lernt, sich einzubringen. Man erfährt Wertschätzung von anderen und spürt, dass man gebraucht wird. Und an dieser Stelle lässt sich die Brücke zu den Älteren in unserer Gesellschaft schlagen. Besonders bei 60- bis 65-Jährigen stellen wir eine hohe Engagementbereitschaft fest. Aber wir wissen aus Studien auch, dass sich gerade auch Hochaltrige weiter einbringen wollen. Sie haben den großen Wunsch, Teil der Gemeinschaft zu sein. Auch sie wollen Mitverantwortung tragen und spüren und auch weiterhin Anerkennung erhalten. Leider setzt mit zunehmendem Alter auch häufiger das Gefühl an, das hat uns Herr Professor Kruse bei der Vorstellung des Altenberichts im Unterausschuss bürgerschaftliches Engagement eindrücklich verdeutlicht, von der Gesellschaft vergessen zu werden. Die älteren Menschen haben das Gefühl, dass ihre Kompetenzen und Fähigkeiten nicht mehr gebraucht werden. Und das müssen wir verhindern. Viele Menschen sind immer länger fit und aktiv. Wir brauchen ihr Engagement für unsere Gemeinschaft. Daran müssen wir arbeiten und eine Lösung dafür finden. Der Altenbericht empfiehlt hier als eine Möglichkeit die Schaffung von Gelegenheitsstrukturen. Dabei sieht er vor allem den lokalen Raum. Er sieht hier auch die Kommunen, in den Kommunen die größten Chancen. Es gilt, möglichst lokale Begegnungsräume zu schaffen, um den Austausch zu fördern und somit jedem und jeder Einzelnen zu verdeutlichen, dass sie gebraucht wird. In meinen Augen, und da bin ich glücklicherweise einer Meinung mit der Altenberichtskommission, sind die Mehrgenerationenhäuser freiwilligen alle Altersgruppen offen und uns auch sehr gut die Vielfalt des Engagements schafft. Gleichzeitig dürfen wir aber auch das Engagement nicht überlasten. Es darf nicht zu jeder Bewältigung, jeder Herausforderung herangezogen werden. Dies trifft auch im besonderen Maße in der Kinder- und Jugendarbeit sowie im Kontext der älteren Generation zu. Es gilt immer, einen guten Weg zwischen Haupt- und Ehrenamt zu finden, zwischen Professionalität und dem besonderen Blick des Außenstehenden, zwischen bezahltem Handeln und freiwilligem Einbringen. Dabei gilt auch, wir müssen das Engagement bzw. die engagierten Menschen in unserem Land vor unnötiger Bürokratie bewahren und von dieser befreien, wo immer das nötig und möglich ist.
Dies empfehlen auch gerade die beiden Expertenkommissionen. Gerade im Kinder- und Jugendbereich wird darauf hingewiesen, wie hoch die externen Anforderungen an Verbände, Organisationen, Einrichtungen in diesem Bereich bereits sind. Wir müssen hier klug abwägen, und ich möchte kurz zwei Beispiele darlegen. Zum einen das erweiterte Führungszeugnis für die in der Kinder- und Jugendhilfe Tätige. Wir wollten bereits in dieser Legislaturperiode eine bürokratiearme Ja-Nein-Auskunft einführen, um beispielsweise Vereinsvorsitzende zu entlasten. Da haben sich meine Kolleginnen Christina Schwarzer und Gudrun Zollner sehr gut eingebracht und gute Vorarbeit geleistet. Ja, Kompliment. Leider war dieser Schritt in dieser Periode nicht umsetzbar, aber ich kann Ihnen versichern, dafür werden wir uns weiter in der nächsten Periode einsetzen, dass das gelingt. Zum anderen etwas, was gerade in den letzten Tagen uns besonders beschäftigt. Ich möchte das Vorhaben, die Meldepflichten für die offene Jugendarbeit massiv aufzuweiten, nennen. Wir sind uns hier im Haus, und das gilt für meine beiden Beispiele, alle einig, der Schutz von Kindern und Jugendlichen ist absolut wichtig. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Wir dürfen aber durch unsere Maßnahmen nicht dafür sorgen, dass das Engagement im Kinder- und Jugendbereich zurückgeht, dass es im zweiten beschriebenen Beispiel zu einem Sterben der wichtigen offenen Jugendarbeit kommt. Am Ende würde es für viele Jugendliche keine dieser so wichtigen Anlaufstellen mehr geben und für viele Jugendliche auch die Möglichkeit, sich zu engagieren, verloren gehen. Denn eines ist auch klar: Engagement ist immer eine Frage der eigenen Biografie. Engagement muss gelernt werden. Es bedarf hierfür Vorbilder. Wieder ein gutes Beispiel, wie die von uns heute debattierten Berichte ineinandergreifen. Mit einem Blick auf die Uhr allerdings fürchte ich, dass meine verbleibende Redezeit nicht mehr ausreichen wird, um näher und tiefer auf diesen Aspekt einzugehen. Ich möchte Ihnen aber heute abschließend mich bei allen Engagierten in unserem Land bedanken. Euer Einsatz ist es, der unsere Gesellschaft und unsere Gemeinschaft so wertvoll macht. Vielen Dank für jede Stunde, für jede Minute, die dafür aufgewendet wird. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als Nächste hat das Wort Frau Beate Wolter-Rosenheimer von der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kolleginnen und Kollegen und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen auf den Tribünen, nicht viel. So traurig es ist, aber diese zwei Worte, finde ich, beschreiben die Bilanz der Bundesregierung für junge Menschen leider sehr treffend. Nicht viel ist geschehen, und das, obwohl die Vorhaben der ehemaligen Ministerin Schwesig im Jugendbereich ohnehin nicht sonderlich ambitioniert waren. Aber nicht mal das, was auf der Liste stand, wurde durchgesetzt. Hier ein paar Beispiele. Der sogenannte Jugendcheck, der wurde die gesamte Wahlperiode hindurch hin und her gepustet und ist nun geplatzt wie eine Seifenblase. Die Jugendbeteiligung. Hier hatte die Ministerin sich immer mal wieder öffentlich für eine Absenkung des Wahlalters auf 16 ausgesprochen. Passiert ist gar nichts. Da war der SPD das Eisen wohl leider zu heiß. Dann die Reform der Kinder- und Jugendhilfe. Das, was uns da bisher vorgelegt wurde, ist allerhöchstens ein Reförmchen. Na, ihr habt euch auch nicht richtig Druck aufgebaut, denke ich, dass wir das durchsetzen können. Und die Reform der Kinder- und Jugendhilfe, das, was uns da bisher vorliegt, ist wirklich eher ein Reförmchen. Und in dieser Form würde es auch noch viele substanzielle Verschlechterungen für Jugendliche bringen. Das muss man einfach so sagen. Jugendpolitisch wirkte diese Wahlperiode für mich wie eine Beschäftigungstherapie und ein substanzloses Schaulaufen vor den Verbänden und der Öffentlichkeit. Und dabei wäre so viel zu tun gewesen. Gerade für Jugendliche. Und der im Frühjahr dieses Jahres jetzt erschienene Kinder- und Jugendbericht zeigt ja deutlich, worum es in der Jugendpolitik gehen muss. Jugend braucht Freiräume. Es darf nicht Jugend daraus bestehen, dass man immer nur weiter sich qualifizieren muss. Jugendliche brauchen politische Teilhabe. Wir haben es heute schon gehört, sie engagieren sich nicht mehr so gerne in Parteien. Aber sie sind sehr engagiert und sehr politisch. Sie zeigen ihr Engagement eben anders. Und dem muss die Politik Rechnung tragen. Dann Thema Care-Leaver. Meine Kollegin Katja Dörner hat es schon gesagt, junge Menschen kann man mit der Volljährigkeit nicht einfach ins Leere laufen lassen. Die sind nicht so erwachsen, dass sie sich immer alleine versorgen können. Diese Versorgungslücke muss man schließen. Und junge Menschen brauchen einen besseren Zugang zum Ausbildungssystem. Wir haben viel zu junge Menschen, die rumhängen in irgendwelchen Übergangssystemen. Eine gute Ausbildung ist ein effektiver Schutz vor Jugendarmut. Und auch junge Geflüchtete sind ein Thema im Bericht. Diese jungen Menschen sind in erster Linie Jugendliche, und eine Zweiklassen-Jugendhilfe, wie die Bundesregierung sie offenbar plant, wäre fatal.
Kollege Koop, Sie haben von der CDU, Sie haben es gerade gesagt, Gleichberechtigung haben Sie gesagt, unabhängig von der Herkunft. Und wenn die Union das schon sagt, dann ist es ja, finde ich, immerhin mal was. Und da appelliere ich auch an die SPD, dass ihr es nicht zulasst, dass es eine Politik zweiter Klasse für Jugendliche gibt, die aus anderen Ländern kommen, dass wir eine Zweiklassen-Jugendhilfe bekommen. Da muss ich auch an die sozialdemokratische Ehre appellieren an dieser Stelle. Und wir wollen keine Jugendhilfe zweiter Klasse. Und Herr Koop, auch Ausbildung, auch von jungen Geflüchteten gerecht gestalten. Sie haben, finde ich, gute Ansichten. Ich kann vielem, was Sie gesagt haben, zustimmen. Und ich wünsche mir, dass Sie das auch Ihren Kollegen in Bayern, den Kollegen von Jugendlichen, und dann aber diese Erkenntnisse fast komplett ignoriert. Und wenn ich auf diesen Kinder- und Jugendbericht schaue, dann finde ich, dass Ignoranz das Markenzeichen dieser großen Koalition ist und dass es, sorry, eine große Koalition der kleinen oder manchmal leider auch kleingeistigen Ideen war. Was Kinder aus psychisch kranken Familien angeht, habe ich gute Erfahrungen gemacht in der Zusammenarbeit. Bei diesem Thema, ich würde mir das auch für andere Themen sehr, sehr wünschen. Denn gerade was Jugendpolitik angeht, ist sehr, sehr viel offen. Zum Beispiel kann ich gleich sagen, was wir Grüne fordern und ausgearbeitet haben. Ausweitung der Hilfe für junge Volljährige. Ein Thema, dessen solltet ihr euch annehmen. Es ist wirklich wichtig. Eine flächendeckende Verankerung von Schulsozialarbeit, Jugendberufsagenturen, die Stärkung der Beteiligung, Wahlalterssenkung oder auch Verbesserung der Lebenssituation von queeren Jugendlichen. Das sind Themen, wo man ganz viel machen kann. Mehr kann ich in der Kürze der Zeit jetzt gar nicht mehr sagen. Ich möchte nur sagen, dass ich die jugendpolitische Bilanz dieser Regierung klein finde sozusagen. Und ich finde, dass eine alte, in Anführungszeichen parlamentarische Mehrheit jungen Leuten mehr zutrauen sollte. Alle demografischen Prognosen sagen uns, dass wir eine Lobby für junge Menschen brauchen. Und ich denke, wir haben, ja, ich komme zum Ende, dass wir einfach mal statt einer Autolobby, Rüstungslobby, Bankenlobby auch eine Jugendlobby haben. Und ich bitte sehr, dass die Regierung in der nächsten Legislatur mehr Gewicht auf eine gute Jugendpolitik legt. Das ist nämlich unsere Zukunft. Danke. Beate Walter-Rosenheimer von den Bündnisgrünen hat nochmal gesagt, wo der Schuh drückt. Allerdings so jung wie dieses Parlament waren die Vorgängerparlamente nicht. Hier gibt es viele junge Leute in den Reihen der Parlamentarier. Insofern dürfte es da keinen Nachholbedarf geben. Stefan Schwarze jetzt für die SPD. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Endlich haben wir einen Bericht, der die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Mittelpunkt stellt. Er zeigt uns ganz deutlich, vor welchen besonderen Herausforderungen die jungen Menschen heute stehen und wie zeichnet sich die Jugendphase denn heute aus. Sie ist oft geprägt davon, zu funktionieren, möglichst gut und möglichst schnell in den Bereichen Bildung, Ausbildung und Beschäftigung zu sein. Qualifizierung, Verselbstständigung, Selbstpositionierung sind die drei Kernforderungen, damit alle jungen Menschen ihren eigenen Weg finden und ein selbstständiges Leben führen können. Jugend ist heute eine gesellschaftliche Minderheit geworden. Etwa jeder Neunte in der Bundesrepublik gehört zu den 15- bis 24-Jährigen. Wir müssen diese Gruppe sichtbarer machen. Ein Jugendcheck, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, hätte dabei unserer Gesetzgebung sehr geholfen. Leider haben wir darüber keine Einigung erzielen können, aber der Kampf für diesen Jugendcheck wird in der nächsten Wahlperiode weitergehen. Wenn es nach mir ginge, könnten Jugendliche mit 16 wählen. Wer entscheiden kann, ob er weiter zur Schule geht oder eine Ausbildung beginnt, der kann und muss auch über die Rahmenbedingungen mitentscheiden dürfen. Ich bin davon überzeugt, dass mit der Absenkung des Wahlalters auch das politische Interesse gestärkt würde. Im Bericht heißt es deutlich, Jugendliche zeigen hohe Demokratieaffinität und ein vielseitiges Engagement. Jugendliche selbst sollten Akteure sein, die Jugendpolitik mitgestalten. Und ich bin froh, dass Sie das bei der Jugendstrategie im Ministerium auch waren und sich dort auch einbringen konnten. Ein wesentlicher Grundpfeiler der Entwicklung ist neben dem Elternhaus aber genauso die Schule. Dort werden Kinder und Jugendliche nicht nur gebildet, sondern sie knüpfen Kontakte und Freundschaften für ihr ganzes Leben. Und sie verbringen den Großteil ihres Tages dort.
Zu unserer Bildungsverantwortung gehört es daher, Schulen zu modernisieren. Trotz aller Entlastungen der Kommunen. Für die Schulen haben wir in den letzten Jahren viel zu wenig investiert. Wir brauchen gut ausgerüstete Klassenzimmer mit moderner Ausstattung und digitaler Technik. Digitale Bildung muss Gegenstand von Unterricht sein. Der Erwerb von digitalen Kompetenzen ist heutzutage grundlegend. Neben der Modernisierung brauchen wir auch ein Angebot für einen flächendeckenden Ganztagsausbau. Guter Ganztag braucht jugendpädagogische Konzepte. Guter Ganztag muss so gestaltet sein, dass ehrenamtliches Engagement in Vereinen und Jugendverbänden gefördert wird. Sie sind ein wichtiger Bildungsort, und dort werden Freundschaften geschlossen, die oft ein Leben lang halten. In dieser Entwicklungsphase ist es zudem elementar, dass Jugendliche ihre Freiräume haben und leben können. Sie brauchen Rückzugsorte, die nicht mit Leistungszwang und Fremdbestimmung verbunden sind. Bereits in der Schule muss es für die Jugendlichen eine frühzeitige Berufsorientierung geben, damit sie ihre Möglichkeiten und Talente erkennen und ein guter Start in die Ausbildung gelingt. Neben einer Ausbildungsgarantie müssen wir auch die Qualität und den Zugang zur dualen Ausbildung steigern. Und dazu gehört für mich ganz klar auch, dass wir jedem Jugendlichen eine Ausbildungsvergütung gewähren und Berufsausbildungen, die Geld kosten, darf es definitiv nicht mehr geben. Jugendliche, die einen erfolgreichen Schulweg nicht im ersten Anlauf schaffen, brauchen einen zweiten, einen dritten. Sie brauchen die Kultur der mehreren Chancen. So können auch noch junge Erwachsene einen erfolgreichen Weg gehen. Die Jugendlichen haben mit der richtigen Hilfe und Unterstützung, davon bin ich ganz zutiefst überzeugt, auch die Potenziale dazu. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich möchte mich aber jetzt auch noch einmal von hier vorne ganz persönlich bei einer Kollegin bedanken. Liebe Petra Krone, wir haben 2009 hier zusammen angefangen. Du hast mit ganzem Herzen für deine Themen in unserem Familienbereich gestritten, vor allem die ältere Generation, vor allem das Thema Pflege lagen dir dabei immer ganz am Herzen. Jetzt hast du dich entschieden, nicht mehr zu kandidieren. Wir als Arbeitsgruppe wünschen dir alles, alles erdenklich Gute. Es war eine Riesenfreude, mit dir zusammenzuarbeiten. Und wenn ich das mal so sagen darf von hier vorne, eigentlich waren wir ja ein bisschen ein Dreamteam. Vielen Dank, Herr Schwarze. Ja, das ist doch auch ganz ergreifend, wenn ein Mitabgeordneter das über einen zu sagen hat. Die Abschiede häufen sich hier, das ist völlig normal. Denn nur noch in der nächsten Woche ist regulär. Nun bin ich eingeschaltet. Verschwang in der Gesellschaft, ihre. Sie schreiben eigene Seniorenzeitungen, werden unterstützt von Wohlfahrtsverbänden, auch von den Kommunen. Und es ist die Frage der Wahrnehmung, wie wir als die Generation der Entscheider, da zähle ich mich dann wieder dazu, der Entscheider, die Senioren in ihrer Alterssituation und in ihren Potenzialen tatsächlich auch anerkennen und aufnehmen. Ich finde es hervorragend, dass wir diese Diskussion des Jugendberichtes und der alten Berichte zusammen durchführen. Und noch eins drauf ist, dass wir ihn zusammen mit dem Engagementbericht diskutieren. Diese drei Dinge gehören, wenn man eine gesunde Gesellschaft denkt, unausweichlich zusammen. Die Jungen und die Alten müssen fest zusammenhalten, war ein Hit aus meiner Kinderzeit. Und daran hat sich wahrscheinlich nichts geändert. Es gilt eigentlich, Möglichkeiten zu finden in einer sich immer mehr diversifizierenden Gesellschaft, in einer Gesellschaft, wo die Kommunikationsstrukturen sich völlig verändert haben, wenn ich mal an Internet denke, und die Möglichkeit der älteren Generation damit zu kommunizieren. Wie schaffen wir es, dass die Jungen und die Alten in einer ausreichenden und produktiven Weise miteinander kommunizieren können? Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen nicht auf die Erfahrungen der Alten verzichten. Sie bringen etwas aus ihrer Lebensgeschichte mit, was die junge Generation nicht mehr haben kann.
wenn ich mal nur das Erlebnis von Armut, Not, Krieg, Aufbau bedenke. Erfahrungen, von denen wir öfter schon gemerkt haben, wenn junge Menschen sie nicht mehr haben, sind sie auch geneigt, die Welt, die Umwelt und die Zukunft aus ganz anderen Perspektiven zu bedenken und auch zu entscheiden. Die Frage der Kontinuität von historischer Erfahrung und die Frage der Innovation in der Zukunft kommen eigentlich nur durch einen gesunden Austausch zwischen den Generationen zustande. Unsere Aufgabe wäre es als Politiker, genau solche Strukturen, solche Möglichkeiten und die Bedingungen dafür auch zu bedenken und zu fördern. Wir machen vieles. Wir haben in der letzten Periode 130 Millionen Euro für soziale Stadt mehr ausgegeben zu den 700, die wir für sozialen Wohnungsbau schon geben. Wir haben die Projekte der Mehrgenerationenhäuser verstetigt. Aus Modellprojekten wurden laufende Einrichtungen. Das alles, weil wir erkannt haben, wir brauchen auch Strukturen für den Austausch der Generationen und fürs Zusammenwirken. Aber wir dürfen nicht in die Gefahr laufen, dass wir die alten Menschen lediglich als die Objekte unserer guten Versorgung betrachten. Und wir wollen ihnen auch die Möglichkeit des Engagements geben. Ich schließe mich da Ihnen sehr an, Frau Reimann. Sie haben das auch sehr betont vorhin. Sondern wir müssen ihnen deutlich machen und nicht nur sagen, sondern auch durch Strukturen und durch Organisation unseres Zusammenlebens deutlich machen, dass wir sie brauchen, dass sie unverzichtbar sind. Dass wir dann auf entsprechend den Möglichkeiten, die ältere Menschen haben, sie sind an Orte gebunden, sie sind an bestimmte Kommunikationsformen gebunden, dass wir ihnen diese Möglichkeiten auch erleichtern, dass wir es schaffen, dass wir im Gespräch bleiben. Wir haben viele Leistungen von alten Menschen immer wieder auch öffentlich betont, aber denken Sie mal nur daran, was gerade die Generation der Großeltern heute für den Zusammenhalt von Familien leistet. In Patchwork-Familien sind sie oft der Anker einer Familie, sind ein Garant, dass Kinder noch ein Stückchen Heimat erleben in einer sich ständig wandelnden Welt. Was Großeltern da an Zeit reinstecken, an Engagement, auch an Geld, wenn das alles wegfallen würde, wäre mir bange um den Zusammenhalt dieser Gesellschaft. Und diese Leistung darf nicht nur individualisiert gesehen werden, sondern sie muss im Zusammenhang mit unserer gesamtgesellschaftlichen Situation und Entwicklung auch hervorgehoben werden. Die Frage ist auch, welche Möglichkeit geben wir nicht nur jungen Menschen an Entscheidungen in der Kommune, so hat der Bericht, der Altenbericht ja auch verwiesen, die Lebensorte der älteren Menschen sind vorwiegend in der Kommune, hier liegt eine große Verantwortung, aber wie geben wir ihnen die Möglichkeit der Beteiligung an Entscheidungen in den Kommunen? Bei einer wachsenden Abhängigkeit von Ort, Gelegenheit und Kommunikationsform. Darüber müssen wir auch nachdenken, das müssen wir fördern, das alles in unserem eigenen Interesse. Es ist ein gemeinsamer Weg, den wir gehen. Wir haben Erfahrungen von Medizinern, von Verhaltensforschern, dass gerade dann ein höheres Lebensalter, ein gutes und lebenswertes Lebensalter sein kann, wenn Menschen beteiligt werden, wenn sie sich in den Möglichkeiten, die sie selber haben, auch engagieren können. Da müssen wir unser Auge drauf legen. Wer rastet, der rostet. Das merke ich auch selber immer wieder, eine alte kollektive Erfahrung. Lassen Sie uns in der kommenden Legislaturperiode genau da weiterdenken, nicht immer nur konkrete Maßnahmen, sondern auch das Ganze zusammendenken. Zusammendenken und miteinander, mit Alten und Jungen zusammendenken, nicht nur von der politischen Bühne aus, wo wir von Maßnahme zu Maßnahme rutschen und denken, dann haben wir es geschafft. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Ich schließe damit die Aussprache interfraktionell mit Überweisung der Vorlagen auf den Drucksachen 11050 und 10210 an die in der Tagesordnung aufgeführten Ausschüsse vorgeschlagen. Sind Sie damit einverstanden? Das ist der Fall. Dann sind die Überweisungen so beschlossen.